Ein herzliches Willkommen. Thomas Meyer ist mein Name. Ich bin Referent im Netzwerkbüro Erfolgsfaktor Familie. Ich freue mich sehr auf die nächste Stunde mit Ihnen zu dem spannenden Thema familienfreundliche Führungsmodelle. Mit mir dabei ist zum einen Katharina Kirschbaum. Hallo Katharina. Guten Morgen. Genau, gleich werde ich Ihnen die Agenda vorstellen. Katharina wird uns nämlich gleich den Impuls bieten und unsere Gastgeberin, Frau Katzenstein. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Morgen. Wunderbar. So, weil wir ein straffes Programm haben, wie Sie gleich auch sehen werden, möchte ich auch gleich weitermachen. Gleich wird Frau Katzenstein Sie und uns begrüßen und ein paar einleitende Worte an uns richten. Im Anschluss wird meine geschätzte Kollegin Katharina Kirschbaum, im Anschluss werde ich Ihnen kurz das Unternehmensnetzwerk Erfolgsfaktor Familie vorstellen. Im Anschluss werden Sie den Impuls zu familienfreundlichen Führungsmodellen von meiner Kollegin Katharina Kirschbaum hören. Und es soll natürlich auch hier der Rahmen geschaffen werden, um gemeinsam in den Austausch zu treten und auch Ihre Fragen zu beantworten. Wunderbar. Frau Katzenstein, möchten Sie unsere Teilnehmenden auch begrüßen für heute? Sehr gerne. Also auch von mir einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Franziska Katzenstein. Ich bin die Projektleitung bei der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft in Hildesheim und begrüße ganz herzlich die Hildesheimer Teilnehmerinnen. Uns angegliedert an der Co-Stelle ist auch der überbetriebliche Verbund, das Netzwerk Familie und Wirtschaft. Und dieses Netzwerk unterstützt Unternehmen und die Beschäftigten dabei, Beruf und Familie besser zu vereinbaren. Und dazu gehört auch die Arbeit, dass die Angebote an Weiterbildung und berufliche Orientierung und auch Kinderbetreuungsangebote bieten wir an und eben aber auch interessante Veranstaltungen wie diese hier heute. Und da freue ich mich sehr, dass das wieder so eine tolle Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Erfolgsfaktor Familie ist. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, ob wir doch gar nicht lange weiter drum herum reden. Deshalb starten wir einfach und ich wünsche allen eine gelungene Veranstaltung. Wunderbar, besten Dank, Frau Katzenstein. Tatsächlich haben wir ja schon im letzten Jahr, ich meine, zwei Veranstaltungen gemeinsam aufgesetzt und diese erfolgreiche Kooperation führen wir in diesem Jahr fort, was mich auch sehr freut. Wunderbar. Dann geben Sie mir noch einen kleinen Moment. Ich werde hier die Präsentation weiterklicken. Wie bereits angekündigt, möchte ich Ihnen, vor allem denjenigen von Ihnen, die unser Netzwerk noch nicht kennen, in einem Blitzporträt Erfolgsfaktor Familie vorstellen. Wir sind Deutschlands größte Wissens- und Austauschplattform zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Unser Fokus sind die KMUs. Wir haben auch DAX-Konzerne, eigentlich jeder DAX-Konzern ist in der einen oder anderen Form auch Mitglied bei uns, von denen wir auch viel Inspiration und Ideen ziehen. Allerdings unsere Angebote sind explizit an kleine und mittlere Unternehmen gerichtet und das zeigt sich auch in unserem Produktportfolio, in unseren auch Webinar-Angeboten sowie heute. Wir haben aktuell, die Zahl ist glaube ich tatsächlich von heute, 7.822 Mitglieder. Es kommen täglich neue Mitglieder dazu, das können Sie auch auf unserer Homepage in unserem Ticker immer schön mitverfolgen, welche neuen Mitglieder sich angemeldet haben. Und wir sind das Kind von zwei Eltern, dem Bundesfamilienministerium auf der einen Seite und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Und diese Partnerschaft bietet für uns die Möglichkeit, zum einen sehr nah an der Politik zu arbeiten, aber noch viel wichtiger, über die einzelnen IHKs in den Regionen unmittelbar mit den Unternehmen in Austausch zu treten, so wie heute in unserem Webseminar und damit eben sehr, sehr eng an den Bedürfnissen und an den Punkten, an denen in der Vereinbarkeit gerade gearbeitet wird, dran zu sein. Wir haben ein großes Portfolio an Angeboten für Sie. Sehr beliebt sind unsere Leitfäden mit Checklisten und guter Praxis. Finden Sie auch auf unserer Homepage, beispielsweise zum Thema Pflege. Der ist relativ neu, unser Leitfaden. Wir haben dieses Jahr erst auch einen Leitfaden zur Vereinbarkeit im Krankenhaus rausgebracht, der auch sehr beliebt ist und häufig genutzt wird. Schauen Sie sich gerne um auf unserer Homepage. Wir haben Webseminare, so wie heute, aber auch größere Veranstaltungen. Unser Unternehmenstag wird voraussichtlich im Juni stattfinden, mit auch einer bundesweiten Strahlkraft und auch unsere Multiplikatorenveranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet. Das heißt, wir haben zum einen Formate, die sich für einen eher kleinen Austausch anbieten, aber eben auch größere Veranstaltungen in unserem Portfolio. Wir bieten Austausch- und Vernetzungsmöglichkeiten über unsere Homepage, auch über Workshops, über unsere Willkommens- und Netzwerktage, die dreimal im Jahr stattfinden. Auch hier finden Sie mehr Infos auf unserer Webseite. Und wir bieten eben spannende Unternehmensbeispiele, die wir auch in all unseren Angeboten kommunizieren möchten, denn als Netzwerk leben wir von den guten Beispielen, vom Austausch mit Ihnen und vom Austausch der Unternehmen untereinander.
Sie können sich online registrieren. Sie sehen hier die Adresse. Ich kann die später auch gerne nochmal in den Chat schreiben. Und wir freuen uns auf Sie. Sie sehen ganz unten noch die verschiedenen Icons der Social-Media-Arbeit. Wir twitchern, Sie finden Videos auf YouTube und in den beiden großen Netzwerken Xing und LinkedIn sind wir auch präsent. Sie sehen auch das Spotify-Zeichen, das heißt, wir haben letztes Jahr einige Podcasts produziert und möchten das dieses Jahr gerne weiterführen. Das ist ein spannendes Format, auch das wir gerne nutzen möchten. Und das heißt, wir versuchen ebenso auf vielen Kanälen präsent zu sein. Wunderbar. So, bevor wir gleich in den Impuls starten, haben wir eine Frage für Sie. Sie kennen wahrscheinlich Slido und in dem Zusammenhang, geben Sie mir einen kleinen Moment, genau, in dem Zusammenhang möchte ich Sie bitten, entweder Ihr Smartphone zu zücken oder Sie können auch ein neues Browserfenster öffnen. Und Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder mit Ihrem Smartphone können Sie den QR-Code abfotografieren, dann gelangen Sie unmittelbar zu der Umfrage. Oder Sie können einfach in das Browserfenster slido.com eingeben. Dann müssen Sie allerdings noch den Hashtag Erfolgsfaktor eingeben. Und hier haben wir ein paar Fragen für Sie bereitgestellt, denn auch wir möchten wissen, wie Sie zu dem Thema stehen, welche Erfahrungen Sie gemacht haben. Und Sie sehen hier die erste Frage, nämlich, was verstehen Sie eigentlich unter familienfreundlichen Führungsmodellen? Schreiben Sie hierzu bitte Stichpunkte und Sie werden gleich sehen, dass das Ganze in so einer Wortwolke auch den anderen Teilnehmenden kommuniziert werden. Das Ganze ist anonym, ne? Wir können nicht nachvollziehen, wer welche Aspekte hier stark macht, aber es interessiert uns natürlich und vor allem auch Frau Kirschbaum für Ihren Impuls, welches Bild Sie von familienfreundlichen Führungsmodellen haben. Genau, wir sehen hier Führung in Teilzeit, Bedürfnisse von Familien in den Vordergrund stellen. Führung in Teilzeit ist hier auch nochmal stärker geworden. Teilzeitmodelle anbieten, Telearbeit, mobile Arbeit ist wichtig, genau. Ja, ich lese ja auch parallel mit, Thomas. Also ich sehe hier ganz, genau, wenn etwas öfter genannt wird, wird es ja genau, groß hier größer in dieser Wortwolke. Und Platz 1 ist hier sehr eindeutig das Thema Führung in Teilzeit. Also Thomas, du hast ja eben all unsere vielfältigen Angebote vom Netzwerk vorgestellt und ich dachte mir nur so, wow, wir machen erstens ganz schön viel und zweitens, puh, man braucht aber auch Zeit, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und der Faktor Zeit ist immer das am knirschendsten, wenn es um Vereinbarkeit von Karriere und Familie geht. Und das gucken wir uns aber auch gleich nochmal genauer an. Also ich lese hier nochmal, ja, familienfreundliche Führungsmodelle steht hier nicht nur für Frauen. Gehen wir auch gleich drauf ein, was die Väter jetzt hier auch gerade in der Corona-Krise geleistet haben. Das Thema Führungskultur. Ja, haben Sie recht, das Thema Kultur ist ein ganz entscheidendes. Und da kann ich ja vielleicht schon mal vorweg spoilern. Wenn wir jetzt uns dem Thema familienfreundliche Führungsmodelle widmen, dann wird es nicht rein darum gehen, welche Arbeitszeitreduzierungen Sie ermöglichen können, sondern es wird ganz viel auch um das Thema Kultur und Haltung gehen. Und ich würde sagen, wir legen los mit dem Impuls. Ganz lieben Dank, dass Sie mir hier auch einen kleinen Einblick in Ihren Kopf gegeben haben. Also welche Wörter bei Ihnen aufploppen, wenn Sie über familienfreundliche Führungsmodelle nachdenken. Das ist für mich ein spannender Einblick. Dankeschön. So, legen Sie Ihr Handy nicht zu weit weg. Ich bin auch noch an weiteren Stellen an Ihrer Einschätzung interessiert. Insofern bitte nicht zu weit weglegen und Sie können auch das eigentlich direkt gerade offen lassen. So, ich glaube, jetzt habe ich die Präsentation gut geteilt und kann direkt loslegen. Bevor es inhaltlich losgeht, möchte ich Ihnen noch sagen, wie ich diesen Impuls jetzt aufgebaut habe. Und zwar schauen wir uns erstmal die Ausgangslage an. Ich habe Ihnen ein paar spannende Zahlen mitgebracht, die vielleicht auch ein bisschen den Finger in eine Wunde legen, aber das gucken wir uns gleich an. Dann resümieren wir eigentlich daraus, warum das Familienbewusstsein im Betrieb gerade jetzt immer wichtiger wird.
Dann schauen wir uns an, wir basteln gemeinsam einen Idealfall von familienfreundlichen Führungsmodellen auf allen Ebenen. Da werden Sie gleich erfahren, welche Ebenen da überall mit reinspielen. Wir schauen uns an, was es überhaupt für mögliche Arbeitszeitmodelle für Führungskräfte gibt. Und ich habe Ihnen noch aus unserem Netzwerk, Thomas Meyer hat ja gerade gesagt, wir sind jetzt bei 7.822, zwei Unternehmen habe ich Ihnen mitgebracht, wo innovative Führung stattfindet. Und das wollten wir Ihnen nicht vorenthalten. Und dann bleibt vielleicht noch etwas Zeit für Fragen und Austausch. Auf jeden Fall, Sie sehen ein straffes Programm und es geht los. Ich habe ja gesagt, ich werde ein bisschen den Finger in die Wunde legen. Und zwar haben wir vom Institut der Deutschen Wirtschaft im Informationsdienst gerade letzte Woche nochmal mitgeteilt bekommen, der Fachkräftemangel ist Deutschlands Konjunkturrisiko Nummer 1. Also nicht Corona, es ist der Fachkräftemangel. Und was Sie vielleicht auch schon spüren in Ihrem Betrieb, in Ihrer Institution, ist, wie lange es dauert, bis man eigentlich Stellen für Hochqualifizierte besetzen kann. Es sind im Schnitt 102 Tage. Dadurch entstehen natürlich hohe Kosten. Wer schon mal eine Anzeige in der Zeit oder so aufgegeben hat, weiß, wie teuer das ist. Und natürlich gehen dem Unternehmen auch Einnahmen verloren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eben ja, 1,2 Millionen Stellen, die offen sind und 2,27 Millionen Menschen, die sich arbeitssuchend gemeldet haben im Jahr 2019. So, das sind wahrscheinlich jetzt sogar noch mal mehr, weil natürlich vielleicht auch einige ihre Stellen verloren haben, wie auch immer. Aber was wir ja wissen, ist, dass hier von diesen 2,2 Millionen sehr, sehr viele Alleinerziehende sind, sehr, sehr viele Menschen mit Familienverantwortung. Und wir haben hier ein ungenutztes Potenzial, auf das wir zurückgreifen können. Wenn wir uns nochmal diese Statistik, die ich Ihnen mitgebracht habe, anschauen, sehen wir, die Kurve geht nach oben. Und zwar zeigt Ihnen das, dass es immer länger dauert, Stellen besetzt zu bekommen. So, das ist schon mal ein bisschen blöd, aber jetzt schauen wir uns mal an, wenn wir uns die Ausgangslage anschauen, gehört ja auch dazu, sich anzuschauen, wie die Voll- und Teilzeitkonstellation in Paarhaushalten mit zwei Aktiverwerbstätigen sind. Ich möchte den Blick hier auf die linke Grafik lenken. Das ist hier für Gesamtdeutschland. Hoppala. Katharina, genau, die Präsentation wird nicht mehr geteilt. Ah, okay. Danke, dass du mich darauf hinweist. Dann werden wir das schnell wieder machen. Jetzt müsste sie wieder geteilt sein. Ja, super. Also ich wollte den Blick unserer Teilnehmenden hier auf diese Grafik lenken. Und zwar sehen Sie hier Paare mit Kindern unter 18 Jahren in Deutschland, wo beide Vollzeit arbeiten, sind wir bei 26,1%. Die Konstellation jetzt hier auf Gesamtdeutschland, wo Mann Vollzeit, Frau Teilzeit arbeitet, liegt hier in diesem Bereich. Und hier haben wir noch ganz klein, wo Frau Vollzeit, Mann Teilzeit und beide Teilzeit hier oben. Also was wir davon jetzt aus Geschlechterperspektive, wie wir das finden, das lassen wir mal beiseite. Aber was wir natürlich wissen, ist, wenn man im Betrieb Führung und Familie vereinbaren kann, dann fischen sie bei der Suche nach Fachkräften nicht nur in diesem Pool, wo beide Vollzeit arbeiten, sondern sie fischen einfach in einem viel größeren Pool an Fachkräften. Also wir, wenn wir über familienfreundliche Führungsmodelle sprechen, dann hat das hier einen ganz knallhart betriebswirtschaftlichen Vorteil, weil wenn sie aus einem größeren Pool an potenziellen Fach- und Führungskräften fischen. Das passiert derzeit noch nicht so ganz, was man... Katharina, Entschuldigung, ja, dass ich dich hier unterbreche. Wollen wir das so machen, wenn Teilnehmende Fragen haben zu der aktuellen Folie, dass wir sie auch gleich dran nehmen möchten, weil wir sind eine kleine Gruppe. Wir sind eine kleine Gruppe, ne? Deswegen. Genau, Frau Lichthardt, Sie hatten sich gemeldet. Es kann natürlich auch sein, dass es nur aus Versehen passiert ist. Sie müssten dann noch das Mikrofon anmachen, wenn Sie mit uns ins Gespräch kommen möchten.
Das war ein Versehen. Okay. Ich bin rausgeflogen und wieder reingegangen. Entschuldigung. Überhaupt kein Problem. Jetzt wissen Sie, wie das funktioniert mit der Hand. Super. Dankeschön. Ja, also was ich ja gerade gezeigt habe, ist, wir haben da einfach noch eine Ungleichverteilung auch von Führungspositionen. Das ermittelt die Albright-Stiftung immer so schön anschaulich. Und Sie sehen, es wird anscheinend irgendwie auch nur aus diesem Vollzeitpool gefischt, wenn man sich, wenn man auf der Suche nach neuen Führungskräften ist. So, und wenn, da geht natürlich auch viel Potenzial verloren oder wird nicht genutzt. Ne? Und wenn wir uns jetzt mal die Arbeitszeitwünsche anschauen, ich möchte Ihren Blick mal hier auf diese hinteren Zahlen hier lenken. Das sind Frauen ohne Betreuungsverpflichtung wünschen sich 33,4 Stunden zu arbeiten, Männer ohne Betreuung 37, Frauen mit Betreuung 27 und Männer mit Betreuungsverpflichtung 37. Also wir haben natürlich, wenn wir hier über das Thema Führung, familienfreundliche Führung sprechen, auch eine Gender-Komponente hier drin. Das sehen wir auch bei den Arbeitszeitwünschen. Was ich aber Ihnen mit dieser Grafik eigentlich sagen möchte, ist, wir sehen hier an keiner Stelle eigentlich Vollzeitwunsch. Ne? Also somit ist es ratsam, doch nochmal, so spiegeln uns das auch die Betriebe, wie ratsam es ist, sich jetzt nochmal das Thema familienfreundliche Führung, Sie haben gesagt, Führung in Teilzeit ist da gerade das Wichtigste, sich dem Ganzen zu widmen. Und damit machen Sie sich ja nicht nur für die Frauen attraktiv. Eine Person von Ihnen hat ja auch geschrieben, bitte nicht nur für Frauen, nein, das Ganze soll natürlich auch für Männer gelten. Das ist ja völlig klar. Wir haben immer alle Zielgruppen im Blick. Und wenn wir uns anschauen, was die Prognos AG 2020 ermittelt hat, ist, was halt auch Väter gerade in der Corona-Krise, ich habe es vorhin schon angesprochen, geleistet haben, 44% übernehmen mindestens die Hälfte der Kinderbetreuung. Also da hat sich in den letzten Jahren doch sehr viel getan. Und 43% haben mit ihrem Arbeitgeber auch darüber gesprochen, dass sie wegen der Kinderbetreuung an ihren Arbeitszeiten, ihre Arbeitsweise oder ihren Arbeitsort etwas ändern wollen. Also Fazit, sie machen sich sowohl für Mütter als auch Väter attraktiv bei der Rekrutierung von Führungskräften. Und nicht nur das, wenn wir uns jetzt nochmal die Zahlen vom Unternehmen, Unternehmensmonitor anschauen, an Unternehmensmonitor 2019. Da haben wir gefragt, wie wichtig sind familienfreundliche Maßnahmen für Beschäftigte? Und da sagten sogar Beschäftigte ohne Kinder und ohne pflegebedürftige Angehörige, sagten 78%, das ist uns wichtig, weil man natürlich hier davon ausgeht, wenn ein Unternehmen familienfreundliche Maßnahmen anbietet bis in die oberste Hierarchieebene, dann achtet das Unternehmen einfach auf die individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten und das macht das Unternehmen einfach attraktiv. So, jetzt, jetzt habe ich schon was, das haben Sie jetzt nicht gesehen, das war zu schnell. Wir hatten jetzt noch eine Frage an unsere Teilnehmenden, Thomas, an dieser Stelle. Genau. Wir wollten zum einen von Ihnen wissen, ob Sie im Zuge der Corona-Pandemie familienbewusste Maßnahmen und Angebote neu aufgelegt oder ausgebaut haben. Und dazu habe ich jetzt den Poll aktiviert. Ich werde auch gleich nochmal den Bildschirm teilen. Aber wenn Sie so wie vorhin, falls Sie das Smartphone noch offen haben, können Sie hier einfach auf Slido zur nächsten Frage kommen oder nutzen Sie einfach das Browserfenster. Ich sehe die ersten Antworten auch schon und ich werde jetzt auch gleich den Bildschirm teilen. Ich glaube, wir alle können die Antworten auch sehen, ne? Genau, also auf unserem Smartphone werden die angezeigt. Mhm. Jetzt haben schon 5 teilgenommen, 6 teilgenommen. Oh, das ist ja noch nicht so heterogen. Das heißt, alle haben bislang Ja angekreuzt. Mhm. Okay, schön, spannend. Ja,
Jetzt haben schon 10 mitgemacht. Super, immer noch alle. Also das heißt, es scheint so, als sei die Corona-Pandemie ein Beschleuniger, was der Ausbau an familienfreundlichen Maßnahmen betrifft. Und das ist spannend. Vielleicht, Thomas, können wir unsere Teilnehmenden auch noch mal fragen, welche Maßnahmen das waren? Das würde mich jetzt auch noch mal interessieren. Genau, dazu habe ich die nächste Frage freigeschaltet. Und wenn Sie hier auch in Stichworten uns kurz mitteilen möchten, welche Maßnahmen Sie denn ausgeweitet haben bzw. neu eingeführt haben, wäre das toll. Genau, okay. Wie Sie in Homeoffice. Ja, das würde mich jetzt mal auch interessieren. Also ich gehe davon aus, also genau, der erste Begriff ist ja schon hier Homeoffice. Gehe davon aus, dass die meisten dann auch Homeoffice angeboten haben, eben auch klar durch die Kontaktbeschränkungen, durch die Hygienemaßnahmen. Aber ja, wenn es natürlich beibehalten wird als Arbeitsform, dann ist das natürlich ein Plus an Vereinbarkeit, ne? Ja, genau. Und Sie können hier auch mehrere Antworten eintippen, ne? Das heißt, nicht, dass irgendwelche Ideen verloren gehen. Und ja, genau, Homeoffice, mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeiten, das ist ein natürlich wichtiger Aspekt des Ganzen, was ich auch spannend finde, auch hier die Betreuung von Kindern sicherzustellen. Das heißt, auch hier Eltern aktiv zu unterstützen. Von Seiten der Arbeitgeber, das wurde uns im Netzwerk auch immer wieder zurückgespielt, dass das eine zentrale Frage war für viele, viele Beschäftigte und das ja weiterhin ist. Ja. Online-Jahresarbeitszeitkonten, das ist auch spannend, insbesondere ob das auch für Führungskräfte möglich ist, es zu nutzen. Da können Sie auch gerne nochmal in den Chat schreiben, ob das der Fall ist. Vielen lieben Dank. Homeoffice, mobiles Arbeiten sind die am meisten eingeführten Maßnahmen. Super. Ich möchte Ihnen an der Stelle auch nochmal zeigen, was die Prognos AG diesbezüglich ermittelt hat und fange wieder an, meinen Bildschirm zu teilen. Tada! Jetzt müssten Sie es wieder sehen. Einen Moment. Ha, genau. Das habe ich Ihnen nochmal mitgebracht. Und zwar die Tatsache, wenn Sie das hier sehen auf dieser Grafik, ne, also die individuell vereinbarte Arbeitszeit gab es schon vor der Corona-Krise bei 50% der Befragten, aber es haben schon 9% als Reaktion auf die Corona-Krise eingeführt, 16% haben es ausgeweitet. Und so sehen Sie sozusagen, dass hier dieser Teil ist halt der spannende. Ne? Das ist das, was Sie auch gesagt haben, dass Sie das eingeführt haben. Auch flexible Arbeitszeit haben Sie auch gerade genannt in unserer Wortwolke, dass das bei Ihnen eingeführt worden ist. Aber was wir halt eben sehen, ist, diejenigen, die diese Maßnahmen, Vertrauensarbeitszeit, ortsunabhängiges Arbeiten, flexible Tages- und Wochenarbeitszeit, individuell vereinbarte Arbeitszeit, die das schon aus Vereinbarkeitsgründen im Unternehmen eingeführt hatten, vor Corona, hatten halt auch einen Vorteil in der Krise, weil man auf diese Maßnahmen 1a zurückgreifen konnte. Also wir sehen, die Krise wirkt als Beschleuniger für das betriebliche Familienbewusstsein und eben nicht die Krise hat nicht dazu geführt, dass die familienbewussten Personalmaßnahmen eingeschränkt worden sind. Und wir haben unsere Netzwerkmitglieder letztes Jahr nochmal befragt, ob sie vielleicht auch Chancen in der aktuellen Situation sehen. Und dass die Etablierung von mobilem Arbeiten sehen ganz viele halt als Chance, um das auch nach der Krise beizubehalten. Und was auch gespürt wurde, und das ist auch nochmal spannend für das Thema familienfreundliche Führungsmodelle, wenn Sie das in Ihrem Unternehmen einführen möchten, dann ist natürlich toll, wenn eine Flexibilisierungs- und Veränderungsbereitschaft spürbar ist, wie uns die Unternehmen zurückgespiegelt haben. Und ein weiterer Punkt, den uns die Unternehmen genannt haben auf unserem letzten Unternehmenstag, ist, wir haben gefragt, welche positiven Erfahrungen oder konkreten Vereinbarungen wollen Sie auch nach der Krise beibehalten? Und schauen Sie mal,
Vertrauen, Homeoffice, Vertrauenskultur, das sind alles Sachen, die natürlich auch eine familienfreundliche Führung, familienfreundliche Führungsmodelle begünstigen. Denn ich habe ja schon gesagt, es geht hier nicht nur um eine reine Reduzierung der Arbeitszeit für die Führungskräfte, sondern es geht um Unternehmenskultur, um eine Vertrauenskultur, um Haltung. Und wenn das eben im Zuge dieser Corona-Pandemie befeuert worden ist, dann können wir eigentlich festhalten, die Sterne stehen im Moment ganz gut, um familienorientierte Führungsmodelle einzuführen. Und die wollen wir uns jetzt basteln. Also ich habe ja gesagt, wir basteln uns nun den Idealfall und müssen dafür verschiedene Ebenen in den Blick nehmen. Sie lesen hier 4 Ebenen, Sie sehen nur 3 Sachen, eine Sache fehlt noch, kommt gleich. Aber Sie sehen, wenn wir so einen ganzheitlichen Blick auf das Thema familienfreundliche Führung, so einen ganzheitlichen Blick anwenden wollen, dann müssen wir schauen, wie ist die familiale Ebene, was ist da los bei den Führungskräften, wie ist die institutionelle Ebene und was können wir betrieblich tun? Das ist die größte Schraube, an der wir natürlich drehen können, in der Funktion, in der wir sind. Aber diese beiden, die familiale und die institutionelle Ebene, dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. So, ich habe gesagt, 4 Ebenen, eine fehlt noch. Was könnte das sein? Naja, das Ganze, also wenn die familiale Ebene passt, institutionelle Ebene passt, die betriebliche passt, es sind natürlich besondere Anforderungen an die Führungskräfte vorhanden und natürlich spielt auch das Thema Haltung, wie ich es gesagt habe, eine große Rolle. Und was ich Ihnen jetzt im Folgenden vorstellen möchte, sind zum einen die Erfahrungen, die wir aus dem Netzwerk gesammelt haben, zum anderen aber auch Befragungsergebnisse aus einer eigenen Untersuchung, wo ich Führungskräfte interviewt habe, die Karriere und Familie unter einen Hut bringen und mir geschildert haben, was ein begünstigender Faktor ist. Und das habe ich auf diese Ebenen in diese Ebenen aufgeteilt und stelle Ihnen das jetzt im Folgenden vor. Wir beginnen mit der institutionellen Ebene. Was ist damit gemeint? Naja, wenn aus Vereinbarkeitsgründen zum Beispiel eine Führungskraft in Teilzeit arbeitet, dann ist es begünstigend natürlich, wenn ein Kita-Platz vorhanden ist. Überrascht nicht, es überrascht auch nicht, was mir die Teilzeitführungskräfte gesagt haben, ist, dass natürlich gut ist, wenn die Kita eine lange und durchgängige Öffnungszeit hat. Also es gibt wohl immer noch vereinzelt Kitas mit Mittagspause. Das ist natürlich dann unglaublich schwierig, Führung und Familie zu vereinbaren. Praktisch natürlich, wenn diese Kita in der Nähe ist und natürlich, wenn es auch darüber hinaus noch weitere Betreuungsangebote gibt. Da wissen wir ja auch, da setzen sich auch die lokalen Bündnisse für Familie stark für ein in den Regionen. Und jetzt denken Sie sich ja, okay, was kann ich als Betrieb da zu beitragen? Gute Nachrichten, Sie können. Ich weiß nicht, ob Sie schon von dem neuen Förderprogramm betriebliche Kinderbetreuung gehört haben. Das läuft jetzt noch bis Ende 2022. Da können Sie sich eine Anschubfinanzierung holen. Und zwar für neue Plätze in der Kindertagesbetreuung, Kindertagespflege, aber auch in der Betreuung in Ausnahmefällen, die wir ja nun wirklich jetzt auch hatten in der letzten Zeit. Und aber auch Ferienbetreuungsangebote können Sie machen. Und mein lieber Kollege Thomas wird Ihnen dazu auch noch mal den Link in den Chat schreiben. Sie können sich da relativ unkompliziert auch bewerben und diese Förderung holen. Das ist an der Stelle noch mal ganz wichtig zu sagen. So. Das war die institutionelle Ebene. Haben Sie sozusagen auch Möglichkeiten, was zu tun? Schauen wir uns mal an die familiale Ebene. Das, was ich Ihnen da jetzt erzähle, betrifft vornehmlich natürlich auch die Personen, die selbst eine Führungsverantwortung wahrnehmen und gleichzeitig auch Familienverantwortung haben. So, da hilft es natürlich, das haben mir die Teilzeitführungskräfte zurückgespiegelt,
dass es natürlich praktisch ist, wenn der Partner oder die Partnerin bei einem familienfreundlichen Arbeitgeber arbeitet, ne? Und dass somit auch Zeitressourcen in Haus- und Betreuungsarbeiten investiert werden, seitens des Partners oder der Partnerin. Das erleichtert das Ganze. Wie gesagt, wir basteln uns einen Idealfall. Wenn Sie dann noch Familienangehörige haben, die darüber hinaus bei Haus- und Betreuungsaufgaben unterstützen, ist es noch besser. Wenn die sogar noch in der Nähe irgendwie wohnen, umso besser. Was auch ganz hilfreich ist, ich glaube, das haben viele von Ihnen jetzt auch in dieser besonderen Situation ganz besonders gespürt, wie wichtig es ist, ein stabiles soziales Netzwerk zu haben mit Freunden, Nachbarn und anderen Eltern, wo man sich einfach unterstützen kann gegenseitig. So, das war die familiale Ebene. Jetzt kommen wir zur betrieblichen Ebene. Das ist sozusagen nochmal der Punkt, wo Sie in Ihrer Funktion, Sie sind hier auch als Gleichstellungsbeauftragte, Sie sind personalverantwortlich, Sie sind Kulturwandlerinnen, wo Sie konkret ansetzen können. Was wichtig ist, wenn Sie familienorientierte Führungsmodelle anbieten, achten Sie darauf, was haben denn Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der, wir nennen das immer die privaten Lernorte, das ist zum Beispiel die Familienzeit, die Pflegezeit, das Ehrenamt. Was haben diese Mitarbeitenden dort eigentlich an Kompetenzen aufgebaut, was wiederum für Ihren Betrieb von Nutzen ist? Also achten Sie darauf, dass auch beim Wiedereinstieg nach der Elternzeit hier bei gleicher Qualifikation wieder weiter gestartet wird. Dann ist es hilfreich, das haben die Teilzeitführungskräfte gesagt, es ist super, wenn die Führungskräfte selbst nach dem Stellenumfang gefragt werden, ne? Und dass die Einschätzung abgefragt wird, wie viel und zu welchen Zeiten und in welchem Umfang können sie arbeiten. Wenn dann noch Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Arbeitsmodellen besteht und auch diese Arbeitszeitmodelle wiederum flexibel genutzt werden können, ist es förderlich. Und hier sind wir wieder beim Thema Haltung und Kultur. Wenn das Verständnis da ist, dass eine Vereinbarkeitsherausforderung besteht, das erleichtert einfach auch das Thema Führung und Familie. Es gibt auch einen, also Sie merken, das sind alles keine kostenintensiven Schrauben. Wenn bei der Terminwahl zum Beispiel auch bei Besprechungen berücksichtigt wird, wann die Teilzeitführungskraft oder die Führungskraft mit Familienverantwortung, wann sie verfügbar erreichbar ist, wann die Betreuung gesichert ist, wenn Sie bei der Terminwahl darauf achten, erleichtert das enorm. Und der, wie gesagt, wir basteln uns den Idealfall, wenn natürlich noch eine adäquate Vertretung da ist, Stichwort Vertretungsmanagement, die über ein komplementäres Zeitfenster verfügt, dann sollte das Modell problemlos umgesetzt werden können. Also beispielsweise für die einen sind die Sommerferien vielleicht super relevant, für die anderen eher weniger. Das müssen Sie in Ihrem Betrieb schauen, wie man da einen guten Aushandlungsprozess auch startet. So, was haben wir noch? Was natürlich hilft bei familienfreundlichen Führungsmodellen ist, wenn man ein Team führt, was selbstständig und motiviert arbeitet. Also Augen auf bei der Personalwahl. Das ist natürlich entscheidend. Dann hilft es auch, wenn, das können Sie natürlich nicht beeinflussen, ich sage Ihnen nur, was diese Teilzeitführungskräfte gesagt haben, wenn sich die Vorgesetzten in einer ähnlichen Arbeits- und Lebenssituation sind. Ich hatte mal einen Chef, der hat erst angefangen, für das Thema Vereinbarkeit sensibel zu sein, als seine Mutter dement wurde. Also da hat es auch was mit dem Thema Haltung zu tun. Was auch wirklich nicht zu unterschätzen ist, und ich weiß ja auch, dass wir hier in unserem heutigen Webseminar Gleichstellungsbeauftragte hier haben, Engagierte, ihre Arbeit, die sie leisten, dass sie auch Bewusstseinsarbeit leisten, hat einen großen Einfluss darauf, dass auf betrieblicher Ebene begünstigende Bedingungen für familienfreundliche Führungsmodelle herrschen. Na klar,
Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass die technische Ausstattung, damit auch ortsunabhängig gearbeitet werden kann, ein wichtiger Faktor ist, damit auch Führungskräfte vereinbaren können. Und natürlich ist es auch gut, wenn Vorgesetzte zu weiteren Karriereschritten motivieren, auch in und auch nach familienbedingten Auszeiten, sei es durch Pflege oder durch Elternzeit. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich möchte Ihnen noch vorstellen, oder wollen wir, Thomas, wollen wir an der Stelle vielleicht mal fragen, welche Führungsmodelle denn bei den Teilnehmenden möglich sind? Das würde mich doch jetzt doch nochmal interessieren, ne? Dann bevor ich die Arbeitszeitmodelle für Führungskräfte vorstelle. Ja, sehr gerne, Katharina. Ich habe auch just jetzt die neue Frage eingestellt bei Slido. Wir bieten Ihnen hier verschiedene Antwortmöglichkeiten. Das heißt, nutzen Sie bitte wieder Ihr Smartphone. Aber genau, funktioniert ja wunderbar. Also slide.do und Hashtag Erfolgsfaktor. Genau, ne? Genau. Oder okay. Eben. Also, ja, ich sehe, die Frage ist eröffnet. Es machen auch schon einige mit. Super. Genau, wir wollten von Ihnen wissen, welche familienorientierten Führungsmodelle sind denn in Ihrem Unternehmen oder bei Ihrem Arbeitgeber oder wie auch immer möglich? Und da habe ich Ihnen einfach mal ein paar mitgebracht. Vollzeitnahe Teilzeit, Sabbaticals, Förderung von familiären Auszeiten, Top-Sharing, Tandem-Modell, flexible Tages- und Wochenarbeitszeit, mobiles Arbeiten. Also Thomas, das sind auch überwiegend natürlich diese Maßnahmen, die unsere Teilnehmenden am Anfang genannt haben, bei der Frage, ob die familienorientierten Maßnahmen ausgebaut worden sind. Ne? Genau, die Flexibilisierung der Arbeitszeit zum einen und mobiles Arbeiten auch. Genau, aber was ich auch spannend finde, ist, dass tatsächlich einige Top-Sharing-Tandem-Modelle auch angeboten werden. Das ist ein Aspekt, auf den du wahrscheinlich gleich nochmal eingehen wirst. Und auch Sabbaticals sind möglich hier. Ja, da fällt mir ein, genau, wir beide hatten uns ja letzte Woche auch nochmal diesen tollen Film über diesen einen Unternehmer angeschaut. Der ist ein Jahr lang ausgestiegen. Eine Führungskraft ist ein Jahr lang nach Australien gereist, hat seine Mitarbeiter alleine arbeiten lassen, Stichwort Vertrauenskultur, und kam nach einem Jahr wieder und es hat alles funktioniert. Also und da, ja, dann war der erstmal auf der Suche nach Aufgaben, weil es wurde ja kompensiert, seine Abwesenheit, und er hatte schlussendlich eigentlich gar nichts zu tun. Mehr, somit hatte er Kapazitäten für Innovation und hat ein neues Geschäftsmodell entwickelt und konnte expandieren. Also ein Sabbatical, was schlussendlich zu einer Expansion führte. Das ist, fand ich überraschend und eine schöne Geschichte. Ja, danke, dass Sie hier mitgemacht haben. Also ich sehe, dass bei Ihnen das mobile Arbeiten auch für Ihre Führungskräfte möglich ist, überwiegend. Das Modell vollzeitnahe Teilzeit scheint auch, und auch das flexible Tages- und Wochenarbeitszeit scheint auch üblich zu sein. Also okay, das ist doch spannend, und da können Sie jetzt auch mal berichten, was Sie da für Erfahrungen mit sammeln, wie das funktioniert. Also es ist ja auch nicht nur einfach. Ich habe Ihnen trotzdem noch mal mitgebracht, was für Arbeitsmodelle darüber hinaus noch möglich sind, also Arbeits- in Klammern Zeitmodelle, weil, also Sie wissen, dass besser als ich, dass das Teilzeit- und Befristungsgesetz ja den Arbeitgeber auch verpflichtet, auch den Beschäftigten in leitenden Positionen Teilzeitarbeit zu ermöglichen und auch ja, Arbeitsplätze immer Teilzeit auszuschreiben, wenn sich das auch eignet. So. Und feste Arbeitszeiten sind immer dann vorteilhaft, wenn der Arbeitsanfall gut planbar ist und eine regelmäßige Besetzung erforderlich ist. Falls das Arbeitspensum nicht so gut abschätzbar ist, dann bietet sich eine feste Soll-Wochenarbeitszeit an. Innerhalb dieses Rahmens können dann die Führungskräfte ihre Arbeitszeit eben unter Berücksichtigung dienstlicher und persönlicher Belange ganz flexibel handhaben, was auch ein Modell wird, was unsere Unternehmen
uns spiegeln, immer häufiger angewendet wird. Alternativ könnte auch die Teilzeit mit Gleitzeit kombiniert werden. Also Sie merken, es gibt viele Möglichkeiten, da sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt und Sie müssen natürlich immer die betrieblichen Belange im Blick haben, das ist klar. Genau, die Kombination von Teilzeit mit Gleitzeit ermöglicht auch eine hohe Zeitsouveränität. Ein weiteres Arbeitszeitmodell für Führungskräfte ist die reduzierte Wochenarbeitszeit. Dabei wird an bestimmten Wochentagen beispielsweise Vollzeit gearbeitet und an einem oder zwei Tagen hat man arbeitsfrei. Dann gibt es die reduzierte Jahresarbeitszeit. Das sind auch Möglichkeiten, die Sie anbieten können. Das sehen Sie dann auch alles in der Dokumentation. Es gibt aber natürlich noch vieles, vieles mehr. Also wenn Sie da noch weitere Möglichkeiten kennen und nutzen, schreiben Sie es gerne in den Chat. Da es geht ja darum, dass das in Ihrem Betrieb, bei Ihrem Unternehmen auch möglich ist. Und wir haben schon gescherzt, Thomas und ich heute Morgen, stellen Sie sich vor, Ihr Unternehmen hat eine familienorientierte Unternehmenskultur und niemand weiß davon. Was kann man dagegen tun? Werden Sie nicht müde, davon zu erzählen, was Sie als Betrieb möglich machen, was Sie anbieten, auch für Führungskräfte? Und ich habe Ihnen einfach mal geballt mitgebracht, alle möglichen Instrumente und Kanäle. Ihnen fallen sicherlich noch mehr ein, wo Sie das Thema sichtbar machen können in Ihrem Betrieb. Da können Sie sich ja mal kurz durchlesen. Hier, das möchte ich natürlich sagen, diejenigen, die Mitglied sind bei Erfolgsfaktor Familie, haben ja auch eine Mitgliedsurkunde bekommen. Hängen Sie die doch ganz, ganz präsent irgendwo auf. Das macht schon echt viel aus. Genau, also Sie haben 1000 Möglichkeiten, das Thema zum Thema zu machen. Nutzen Sie das, wo Sie können. Denn es wäre einfach schade, das wissen wir ja auch, Thomas, ne, aus der Studie zum Thema familienfreundliche Unternehmenskultur, dass viele Betriebe tolle Maßnahmen machen, aber die Beschäftigten wissen nichts davon. Und das ist einfach schade. Okay, was fehlt uns jetzt noch? Jetzt muss ich erst mal auf die Uhr gucken. 15:45, okay, super. Dann haben wir jetzt noch ein paar Minuten Zeit, um uns anzuschauen, was sehr, sehr wesentlich ist. Also Sie sehen, diese Ebenen greifen ineinander. Aber was super wichtig ist, ist die Anforderung und Haltung der Führungskräfte. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Und da habe ich Ihnen erstmal mitgebracht, was die Teilzeitführungskräfte, die ich damals interviewt habe, gesagt haben, was für Anforderungen an sie gestellt werden. Und sie sagen, und das können Sie sich ja auch bestätigen, alle diejenigen, die Familie und Job unter einen Hut bringen, brauchen eine Organisationskompetenz. Es hilft, wenn man durch, das habe ich Ihnen ja auch schon gesagt, durch soziale und institutionelle Netzwerke entlastet wird. Das bringt natürlich auch mit, dass man eine Haltung an den Tag legen muss, auch mal Hilfe von jemand annehmen zu können. Es hilft, wenn man in der Lage ist, Prioritäten gut zu setzen. Machen wir uns nichts vor, das Karriere und Familie unter einen Hut bringen zu wollen, erzeugt auch ab und an ein Gefühl der Zerrissenheit. Deswegen, sagte eine Teilzeitführungskraft, es ist wichtig, auch ein dickes Fell zu haben. Wer als Führungskraft die Familie, die auch Familienverantwortung hat, einen kontrollorientierten Führungsstil an den Tag legt, geht unter. Also wir hatten vorhin in der Wortwolke das Stichwort Vertrauen ganz groß. Ein Führungsstil, der von Vertrauen auch in die Mitarbeitenden geprägt ist, eignet sich viel besser an der Stelle. Und es hilft natürlich, wenn eine klare Kommunikationsfähigkeit vorhanden ist. Zum einen in der Kommunikation mit den Mitarbeitenden, in den Vorstellungen, was man von ihnen erwartet. Zum anderen aber auch über seine Anwesenheiten und Abwesenheiten. Wenn das klar kommuniziert ist, kann man auch Missverständnissen und Unmut im Team vorbeugen. Welche Haltung muss man an den Tag legen? Und was können Sie zum Beispiel eben auch als Gleichstellungsbeauftragte ganz konkret tun,
oder als Kulturwandlerinnen, Sensibilisierungsworkshops für Führungskräfte oder Pilotprojekte einfach mal starten, um auch eben Mentalitätsmuster zu durchbrechen. Machen Sie das Ganze zur Chefsache, indem Sie dieses Thema auch bei Führungskräftetreffen mit auf die Agenda bringen. Und Sie können ja auch als Instrument, um das Ganze im Betrieb weiter voranzubringen, das Thema in die Zielvereinbarungen mit aufnehmen. Und das gefällt uns so gut, das sagte einst Manuela Vollmann, man muss vom Anwesenheitsfetischismus loslassen können. So, also, wir hatten jetzt das Thema familiale Ebene, wir hatten das Thema institutionelle Ebene, wo Sie auch als Betrieb unterstützen können. Wir hatten die betrieblichen Bedingungen, die günstig oder ungünstig sein können. Und wir hatten das Thema Anforderungen und Haltung der Führungskräfte. Zu aller guter Letzt, das war jetzt sehr viel Theorie, haben wir Ihnen zwei tolle Unternehmen aus dem Netzwerk mitgebracht. Das eine ist hier die DB Netz AG, da haben wir mit den beiden Führungskräften letztes Jahr ein Interview geführt. Die teilen sich einen Führungsposten mit 2x60% und nehmen diese Aufgaben gemeinsam wahr. Und die wechseln immer im Wochenrhythmus, wer mal mehr, wer mal weniger arbeitet, das teilen die sich immer auf. Und die sind wie eine Person. Also sie haben ein gemeinsames Telefon, ein gemeinsames Postfach. Sie haben eine Visitenkarte, wo auf der einen Seite die eine Person, auf der anderen Seite die andere Person draufsteht. Und sie haben uns erzählt, naja, das ist wie so eine Ehe, die man eingeht. Und es passt eigentlich, es kann man mit jedem Job machen, aber es passt nicht zu jeder Persönlichkeit. Also etwas Kooperation und Kommunikationsfähigkeit, gerade durch die Absprachen, die man dadurch auch treffen muss, sind natürlich von Vorteil. Was wir Ihnen noch mitgebracht haben, DB Netz AG ist natürlich 4.800 Beschäftigte. Da heißt es ja immer, oh ja, die großen Betriebe haben das, können ja sowas leichter umsetzen. Wir haben auch hier ein Kunststoffwerk aus Minden, die Ornamin Kunststoffwerke, mitgebracht. Die haben 143 Beschäftigte. Und da ist es so, da arbeitet ein Ehepaar. Beide haben eine Führungsposition in unterschiedlichen Bereichen. Und die teilen sich eine 150% Stelle und legen wochenweise fest, wer wie viel arbeitet davon. In Summe kommen sie immer auf 150%, aber wer davon wie viel arbeitet, legen sie immer fest. Und was uns der Geschäftsführer der Onamin Kunststoffwerke gesagt hat, ist, diese beiden zeigen ein Höchstmaß an Loyalität dem Unternehmen gegenüber und haben keine Weggehambitionen, weil sie einfach sehr, sehr glücklich sind mit diesem Vereinbarkeitsmodell. Und jetzt bin ich am Ende dieses Impulses angekommen, um 11.51 Uhr. Und danke an der Stelle auf jeden Fall erstmal, dass Sie mir hier zugehört haben und auch fürs Mitmachen über Slido. Dankeschön. Besten Dank, Katharina, für den spannenden Impuls und auch die faszinierenden Praxiseinblicke gegen Ende. Die zwei Beispiele machen das Ganze natürlich dann nochmal ganz anders greifbar. Und auch von meiner Seite an Sie, liebe Teilnehmende, danke, dass Sie unsere interaktiven Elemente angenommen haben. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten für den Austausch und für Fragen. Ich würde allerdings tatsächlich als allererstes eine letzte Frage an Sie stellen, nochmal über Slido. Wenn Sie nochmal Ihr Handy zur Hand nehmen, beziehungsweise ein neues Browserfenster öffnen, vielleicht haben Sie Slido auch noch offen, dann möchten wir gerne von Ihnen wissen, folgende Frage. Nach dem eben Gehörten, was steht nun bei Ihnen auf der To-Do-Liste? Schreiben Sie bitte Stichpunkte. Das ist wieder slido.com. Und der Hashtag Erfolgsfaktor. Nehmen Sie sich gerne eine Minute Zeit, um das zu durchdenken. Dann können wir das ja auch vielleicht gleich nochmal nutzen für das Gespräch. Ja, Thomas, ich kann mir vorstellen, bei der so ein bisschen geballten, oder wie soll ich sagen, wir haben ja einen Idealfall gebastelt. Mhm. Ne? Und ich gehe mal davon aus, dass dieses Optimum
vielleicht nicht überall so zu finden ist. Aber wir wollen ja auch noch was zu tun haben. Ne? Genau. Und deswegen kann ich mir vorstellen, deswegen ja auch die Frage, die du gestellt hast, dass da einiges auf den To-Do-Listen steht. Und ich bin echt super gespannt, was da drauf steht. Ja, es kommt ja auch schon einiges an hier. Okay. Super, vielen, vielen Dank dafür. Ich weiß nicht, ob du das auch im Blick hast, Katharina. Aber ich müsste erst mal sagen, was auf meiner To-Do-Liste steht. Okay. Super, ich glaube, Sie können das auch alle sehen. Und ich finde es spannend. Also es ist zum einen die Frage, die die Modelle, die bereits implementiert wurden, noch weiter ausbauen, vielleicht auch nochmal an einigen Stellschrauben arbeiten. Aber viele der Aspekte, Katharina, die du angesprochen hast und ausbuchstabiert hast, können wir jetzt hier nochmal lesen. Sensibilisierung der Führung beispielsweise, auch an dem Thema prinzipiell auch weiter dran zu bleiben, das weiter zu analysieren. Und auch wichtig hier die Vorteilsübersetzung, also auch den betrieblichen Nutzen, wahrscheinlich auch gegenüber den Stakeholdern der Geschäftsführung auch nochmal klar herausstellen. Ja. Das ist auf jeden Fall super. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, super. Nee, ich wollte nur sagen, vielleicht können Ihnen bei dieser Vorteilsübersetzung diese Zahlen am Anfang auch nochmal helfen, dass wenn Sie Überzeugungsarbeit leisten müssen, das einfach mal zu pilotieren vielleicht im Unternehmen. Da sprechen ja auch wirklich die Zahlen ganz knallhart dafür. Und da hoffen wir natürlich, dass wir Ihnen da auch einige Argumente mit an die Hand geben konnten und vielleicht auch etwas Inspiration liefern konnten, was alles möglich sein kann. Und es ist für mich auch ja, spannend zu sehen, was auf Ihrer Liste steht. Auf jeden Fall kann ich an der Stelle nochmal sagen, und da spreche ich, glaube ich, auch für das ganze Team, was Sie hier sehen, dass wir Ihnen total viel Erfolg dabei wünschen, bei all dem, was Sie mal ausprobieren möchten. Also das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Botschaft, die wir Ihnen hier an der Stelle mitgeben wollen. Haben Sie Mut, Sachen auszuprobieren, beispielsweise durch ein Pilotprojekt. Und nutzen Sie diesen Veränderungsdrive, der hier gerade auch durch die Corona-Pandemie zum Tragen kommt. Vielleicht nochmal als Schlusswort von meiner Seite. Mhm. Wunderbar, danke Katharina. Finde ich auch gut. Ne? Probieren Sie Dinge aus und nutzen Sie die Dynamik, die gerade herrscht, um eben auch solche Veränderungsprozesse anzustoßen. Nochmal eine Frage an alle Teilnehmenden. Wenn Sie noch Fragen oder Kommentare haben, können Sie sie gerne über den Chat oder über das Handhebezeichen uns mitteilen. Wir sehen hier schon die ersten, das erste Dankeschön. Das heißt, wenn von Ihrer Seite erstmal keine weiteren Fragen da sind, Sie können uns natürlich jederzeit auch per E-Mail erreichen oder die Telefonnummer ist ja hier auch eingeblendet, dann würde ich vorschlagen, dass ich das Wort nochmal an Frau Katzenstein übergebe, das ist unsere Gastgeberin für heute. Und möchte mich auch schon mal nochmal bei Ihnen bedanken für Ihre Mitarbeit und auch an dich, Katharina, für den spannenden Impuls und wünsche Ihnen schon mal noch einen schönen Mittwoch und einen anregenden Arbeitstag. Ja, ich kann mich dem Dankeswort nur anschließen. Vielen Dank für den wirklich sehr interessanten Vortrag und mit der Vorstellung der verschiedenen Modelle oder die Möglichkeiten, die es gibt. Da müssen jetzt sicherlich viele erstmal auch es sacken lassen und drüber nachdenken, was eben natürlich auch im eigenen Betrieb möglich ist. Aber also ich bedanke mich wieder für die herrliche Vorbereitung und wünsche Ihnen auch einen schönen Tag und schön, dass so viele mitgemacht haben. Vielen Dank. Dankeschön, Thomas, super. Auch für deine schöne Moderation. Sehr macht gerne. Mir immer Spaß mit auf dir. Jeden Fall. Ich mache das gerne mit dir, Katharina. Schön. Also, gute Mittagspause. Gut. Genau, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.